Die Lernziele unserer heutigen Vorlesung sind, dass Sie lernen, eine einfache stationäre Schrödinger-Gleichung, nämlich eine mit einem konstanten Potential, zu lösen, und zwar sowohl analytisch als auch numerisch. Dazu verwenden wir eine gewisse Strategie, die auf all dem, was wir uns bisher angeschaut haben, aufbaut. Das erste ist, dass wir also eine stationäre Schrödinger-Gleichung aufstellen müssen. Dazu haben wir schon einmal gelernt, was überhaupt eine Schrödinger-Gleichung ist und wie man die stationäre Schrödinger-Gleichung aus der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung gewinnt. Wir wissen inzwischen auch, wie wir sie erzeugen, denn wir müssen den Hamilton-Operator bilden. Das bedeutet, wir brauchen einen Ausdruck für die klassische Gesamtenergie und müssen dann in diesem Ausdruck für die Gesamtenergie den klassischen Impuls durch den Impulsoperator und, wenn vorhanden, den klassischen Drehimpuls durch den Drehimpulsoperator ersetzen. Ein Ort bleibt ein Ort, der Ortsoperator ist der Ort selbst. Wenn wir eine solche Schrödinger-Gleichung dann haben, dann ermöglicht sie es uns eben, stationäre Zustände zu beschreiben, das heißt Zustände, deren Energie sich mit der Zeit nicht verändert. Ein Beispiel für so etwas wäre eben der Zustand, den ein Elektron in einem Atom hat. In einem Atom ist ein Elektron ja gefangen, wenn es an dieses Atom gebunden ist. Und man könnte sich in einer Analogie vorstellen, es läuft zum Beispiel auf einer Kreisbahn um seinen Atomkern, und das ist ein stationärer Zustand, der sich mit der Zeit nicht ändert. Ein anderes Beispiel für einen stationären Zustand wäre ein Teilchen, ein Nukleon zum Beispiel in einem Atomkern, ja, ein Proton in einem Atomkern, oder eben auch ein Atom in einem Molekül oder ein Molekül, das mit einer bestimmten Frequenz vibriert oder rotiert. All das sind stationäre Zustände, und solche Zustände und deren Energien und Drehimpulse, die können wir eben mit einer stationären Schrödinger-Gleichung beschreiben. So, eine solche stationäre Schrödinger-Gleichung, wenn wir sie denn nach diesem Motto aufgestellt haben, die lösen wir, indem wir physikalisch sinnvolle Wellenfunktion Psi finden. Und für eine ganz einfache Schrödinger-Gleichung können wir das zum Beispiel machen durch Superposition ebener Wellen, die zu einer gleichen Gesamtenergie E gehören. Für ein konstantes Potential haben wir ja schon in der letzten Vorlesung gesehen, dass dann einfache ebene Wellen die Schrödinger-Gleichung lösen. Wenn wir passende Wellenfunktionen gefunden haben, dann müssen wir noch zu diesen Wellenfunktionen passende Energien finden. Denn beim Lösen der Schrödinger-Gleichung ermittelt man quasi immer Paare. Zu einer Wellenfunktion Psi I gehört auch immer eine bestimmte Gesamtenergie EI. Also hier treten immer Paare auf. Das gilt natürlich nur dann, wenn wir uns nach Lösungen für gebundene Teilchen umschauen, also Teilchen, die eben in einem bestimmten Ortsbereich eingesperrt sind oder festgehalten werden. Also auf diese Varianten wollen wir uns jetzt im Folgenden beschränken. Denn bei freien Teilchen kann es, aber muss es nicht, zu stationären Zuständen kommen. Also ein freies Teilchen, das sich mit konstantem Impuls irgendwo lang bewegt, hat natürlich auch einen stationären Zustand. Seine Gesamtenergie bleibt konstant. Aber wir schauen hier jetzt eben auf gebundene Teilchen in quantenmechanischen Systemen. Die Modellpotenziale, die wir uns dabei anschauen, sind zuerst der sogenannte unendlich hohe Potentialtopf. Das ist also ein rechteckiger Potentialverlauf mit hier senkrecht hochgehenden Wänden. Und die potentielle Energie in diesem Bereich soll unendlich groß sein und in diesem Bereich ebenfalls. Danach gucken wir uns dann einen solchen Potentialtopf, also auch hier wieder mit so rechteckigen Wellen, an, wo allerdings die Wellen eine endliche Höhe haben. Was bedeutet das anschaulich? Also hier an dieser Stelle, Sie wissen ja, Kraft ist der negative Gradient der potentiellen Energie. Bedeutet das, dass wir es hier mit unendlich großen Kräften zu tun haben, jeweils an diesen Stellen, wo die Potentialwände sind. Das heißt, hier in diesem Fall können die Teilchen also die Wände weder durchdringen noch eindringen, weil wenn sie hier eindringen wollen würden, hätten sie eine unendlich große potentielle Energie, und das ist physikalisch sinnfrei. Deswegen kann man sich natürlich sofort fragen, warum betrachtet man überhaupt so ein physikalisch scheinbar unsinniges System? Die Antwort ist ganz einfach, weil sich das mathematisch noch ziemlich einfach handhaben lässt und man diese Potenziale mathematisch noch ziemlich einfach lösen kann.
Und man kann an ihnen unheimlich viele Dinge lernen, die dann auch für physikalisch realistischere Potenziale gelten. Wir werden schon sehen, dass alleine der Übergang von hier nach hier die ganze Geschichte schon ein Eckchen verkompliziert. Also auch wenn dieses Potenzial noch sehr, sehr einfach aussieht, allein hier stoßen wir dann schon auf eine Schrödinger-Gleichung, die sich nur noch numerisch und nicht mehr analytisch lösen lässt. Was uns schon so einen kleinen Vorgeschmack dann darauf geben wird, wie kompliziert tatsächlich das Lösen von Schrödinger-Gleichungen werden kann. Aber nichtsdestotrotz, auch hier werden wir wieder viele Eigenschaften lernen, die dann wichtig sind und die wir später in Quantensystemen wiederfinden. Und tatsächlich können realistischere Potenziale können ganz gut durch solche rechteckigen Potenziale angenähert werden. Wir brauchen uns nur vorstellen, statt dieser Ecke hier haben wir dann also hier so eine kleine Krümmung und diese Wand ist eben nicht unendlich steil, es geht nicht senkrecht hoch, sondern unter einem solchen kleinen Winkel hoch. Dann haben wir physikalisch realistischere Potenziale, aber die finden sich eben tatsächlich auch so ganz gut in der Quantenphysik wieder. Also zum Beispiel ein Kernpotential lässt sich sehr, sehr gut durch so einen endlichen Potentialtopf hier beschreiben. Also von daher, sie scheinen im ersten Moment physikalisch unsinnig zu sein, aber so wahnsinnig unsinnig sind sie gar nicht. Und sie haben den riesengroßen Vorteil, dass man sie eben mathematisch noch ganz gut handeln kann. Und wie man sie mathematisch handelt, das ist das Thema unserer heutigen Vorlesung. Die Lösungsmethode, die auf dieser Folie beschrieben ist, die funktioniert also für sämtliche Potenziale, die aus Abschnitten bestehen, in denen entweder die potenzielle Energie gleich 0 ist oder einen konstanten Wert hat. Das sind also die sogenannten Rechteckpotenziale. Der erste Schritt dabei ist immer, dass wir Bereiche festlegen, die wir einfach durchnummerieren und in denen jeweils die potenzielle Energie konstant ist. Also V1 für Bereich 1, V2 für Bereich 2, V3 für Bereich 3 und so weiter. Also hier könnte zum Beispiel der Bereich 1 derjenige sein mit V gleich unendlich, dann Bereich 2 mit V gleich 0, Bereich 3 wieder mit V gleich unendlich. Völlig analog hier. Bereich 1 mit V gleich V0, Bereich 2 mit V gleich 0 und Bereich 3 mit V wieder V0. Im zweiten Schritt müssen wir uns festlegen, für welche Art von Teilchen wir die Schrödinger-Gleichung jetzt lösen wollen, für ein gebundenes Teilchen oder ein freies Teilchen. Das wird daran festgemacht, was für eine Gesamtenergie wir für das Teilchen annehmen. Wir nehmen hier zwar noch nicht einen festen Wert für die Gesamtenergie an, aber wir legen einen Bereich fest. Soll also die Gesamtenergie des Teilchens kleiner als die maximale Energie unserer Rechteckpotenziale sein? Das heißt, ein Teilchen dessen, das sich energetisch irgendwo hier befindet, aber eben nicht irgendwo hier, dann handelt es sich um ein gebundenes Teilchen. So, also dann wäre E des Teilchens kleiner als Vmax. Wenn wir dagegen ein freies Teilchen betrachten, dann müsste seine Energie eben größer als Vmax sein. Hier für den unendlich hohen Potentialtopf kommt nur der gebundene Zustand in Frage, denn die Gesamtenergie eines Teilchens kann ja nicht größer als unendlich sein. Aber auch für den zweiten Fall wollen wir uns auf ein Teilchen mit einer Gesamtenergie E kleiner V0 beschränken, das heißt auf ein gebundenes Teilchen. Die Wahl, die wir hier im zweiten Schritt getroffen haben, bestimmt jetzt, was wir im dritten Schritt bekommen werden. In diesem dritten Schritt, da müssen wir nämlich jetzt Lösungsansätze für die Wellenfunktionen in jedem der vorher festgelegten Bereiche festlegen. So. Und dann schauen wir auf die dortige potenzielle Energie Vi und müssen immer entscheiden, ob die Energie, die Gesamtenergie unseres Teilchens jetzt größer als die potenzielle Energie oder kleiner als die potenzielle Energie dort ist. Wenn die Energie unseres Teilchens größer als die lokale potenzielle Energie ist, dann müssen wir diesen Ansatz als Lösungsfunktion für unsere Wellenfunktion in dem Bereich wählen. Das heißt A1 mal e hoch ikx plus A2 mal e hoch minus ikx. Das ist also die Superposition von zwei in entgegengesetzte Richtung laufenden Ebenenwellen. Ihre Wellenzahl k ist, so wie wir das schon errechnet haben, k gleich Wurzel 2m, Klammer auf, e minus v, Klammer zu, dividiert durch h quer. Und das entspricht einer oszillierenden Wellenfunktion.
Wenn dagegen die Energie unseres Teilchens kleiner als die potenzielle Energie in dem jeweiligen Bereich ist, dann müssen wir einen anderen Lösungsansatz für unsere Wellenfunktion dort wählen. Dann müssen wir nämlich den Lösungsansatz wählen A3, also irgendeine Amplitude A3 mal E hoch Alpha x plus A4 mal E hoch minus Alpha x. Dies sind ganz normale Exponentialfunktionen, hier eine exponentiell ansteigende Funktion und hier eine exponentiell abfallende Funktion. Und das Alpha im Exponenten, das ist nun Wurzel aus 2m, Klammer auf v minus e, Klammer zu, dividiert durch h quer. Wir sehen, der Unterschied hier ist einfach nur die Reihenfolge, also hier e minus v und hier v minus e. So. Wenn ja e größer als v ist, dann ist hier unter der Wurzel die Differenz e minus v positiv und alles ist gut. Wenn e kleiner als v ist, dann wäre diese Differenz ja negativ. Wir hätten also diese negative Differenz unter der Wurzel und das führt uns dann zu einem Problem, dessen Lösung wir uns gleich anschauen. Aber hier haben wir es dann eben umgedreht, also hier haben wir jetzt eben v minus e stehen und deswegen ist auch hier der Ausdruck unter der Wurzel positiv. So, wie kommen wir nun von hier nach hier? Das schauen wir uns kurz an. Also in dem Moment, wo nämlich unsere Energie kleiner als die entsprechende potenzielle Energie wird, haben wir es hier ja mit einem negativen Ausdruck unter der Wurzel zu tun. Den können wir jetzt so schreiben, dass wir das hier umdrehen, also v minus e schreiben, aber das Minuszeichen hier rausholen. Das Minuszeichen wiederum können wir natürlich nun als i Quadrat ausdrücken. So, und die Wurzel von i Quadrat ist i. Das heißt, das Ganze ergibt i mal diesen Wurzelausdruck, der ja nun positiv ist, und diesen Wurzelausdruck, der nun positiv ist, den nennen wir Alpha. So, wir bekommen also die Identität k ist gleich i Alpha. Das setzen wir jetzt also hier an der Stelle für k ein und damit wird aus unserem Exponenten i kx i mal i Alpha x und das ist nichts anderes als minus Alpha x. So kommen hier also die unterschiedlichen Lösungsansätze zustande. In dem Moment, wo unsere Gesamtenergie des Teilchens größer als die entsprechende potenzielle Energie ist, haben wir es mit einer oszillierenden Wellenfunktion. Und in den Bereichen, in denen die Gesamtenergie unseres Teilchens kleiner als die entsprechende potenzielle Energie ist, haben wir es mit exponentiell ansteigenden oder exponentiell abklingenden Wellenfunktionen zu tun. Also Wellenfunktionen müssen nicht immer sinus-kosinusförmig sein und oszillieren, sondern sie können auch einfach exponentiell ansteigen oder abklingen. Das ist also hier ein entscheidender Punkt. Und ob sie das machen, oszillieren oder einfach nur exponentiell sind, das wird eben durch das entsprechende Energieverhältnis hier bestimmt. Schließlich haben wir noch einen dritten möglichen Lösungsansatz, nämlich auch dann, wenn unsere Teilchenenergie kleiner als die jeweilige lokale potenzielle Energie ist. Aber wenn die unendlich ist, dann haben wir schon gelernt, dann muss Psi von x gleich 0 sein. Das heißt, kein Psi. Wenn wir also jetzt Lösungsansätze für unsere unterschiedlichen Bereiche gewählt haben, dann sieht das in etwa so aus. Also hier ist das mal angedeutet. Hier haben wir zum Beispiel einen exponentiellen Ansatz gewählt. Hier haben wir einen oszillierenden Ansatz gewählt. Und hier haben wir wieder einen exponentiellen Ansatz gewählt. Aber von diesen Ansätzen ist jetzt erst einmal nur und ausschließlich die Form der Kurve festgelegt, also was für eine Art der Kurve ist es. Denn wir kennen zwar das V, das heißt die potenzielle Energie in dem jeweiligen Bereich, aber wir kennen die Energie unseres Teilchens ja noch nicht. Und die Energie unseres Teilchens, die bestimmt ja zum Beispiel, welche Wellenzahl wir hier haben. Das heißt, wie viele Wellenberge hier beispielsweise also jetzt in diesem Topf der Breite A vorliegen. Das ist ja genau die Wellenzahl, also die Anzahl der Wellenberge pro Meter. Aber die kennen wir eben noch nicht, die müssen wir erstmal bestimmen. Aber das ist eben auch eine Stellschraube, an der wir dann drehen können. So, und das bedeutet im Endeffekt, wir müssen es also jetzt schaffen, hier diese Stückchen der Wellenfunktion, die wir jetzt erstmal stückweise hier definiert haben, die so zusammenzusetzen, dass sich hier also jeweils ein glatter Übergang ergibt.
Und wir sehen also, das können wir erreichen, indem wir zum Beispiel an den Amplituden aller Wellenfunktionen drehen. Also wir können die hier in dieser vertikalen skalieren. Das sind also die jeweiligen Amplituden. Aber natürlich auch, indem wir also jetzt hier an der Wellenzahl drehen. Das heißt also die Maxima auseinanderschieben oder zusammenpacken. Das sind die Stellschrauben, die wir haben, um diese Wellen um diese Wellenfunktion jetzt zu einer stetigen, knickfreien Wellenfunktion zusammenzusetzen. Genau. Und das funktioniert eben, indem wir jetzt die Stetigkeitsbedingungen an jeder Grenzfläche hier für unsere Wellenfunktionen aufschreiben. Also an jeder Grenzfläche muss zum einen natürlich gelten, dass die Wellenfunktionen des einen Bereiches, also hier zum Beispiel des Bereichs 1, genau die gleichen sind wie im anschließenden Bereich, also hier zum Beispiel Bereich 2. Aber nicht nur das, das alleine genügt nicht, sondern wir müssen natürlich auch auf die Ableitung schauen. Das heißt, nicht nur der Funktionswert der Wellenfunktion dort muss der gleiche sein, sondern auch die Steigung der Wellenfunktion muss an dieser Stelle für beide Wellenfunktionen die gleiche sein. Und dass die Steigung gleich sein muss, das bedeutet, dass die Ableitungen an diesen Grenzflächen gleich sein müssen. So, wir bekommen also jeweils an jeder einzelnen Grenzfläche hier aus den Stetigkeitsbedingungen zwei Gleichungen. So, und darüber bekommen wir dann eben einen Satz von Gleichungssystemen und mit denen können wir dann die entsprechenden gesuchten Amplituden A und aber auch die Energie E bestimmen. So, das ist der fünfte Schritt. Also hier stellen wir dann also Gleichungen auf und aus diesen Gleichungen bestimmen wir dann die Amplituden A und die Wellenfunktion Psi und im Endeffekt die Energien E. Die ergeben sich dann daraus. Und im letzten Schritt können wir versuchen, die so gefundenen Wellenfunktionen auch noch auf 1 zu normieren. So gucken wir uns also unser erstes Rechenbeispiel, den unendlich hohen eindimensionalen Potentialtopf an. Er wird genauso oft auch als unendlich tiefer Potentialtopf bezeichnet. Sie wissen ja, bei einer potentiellen Energie ist die Festlegung des Nullpunktes frei und beliebig. Wir haben den Nullpunkt jetzt also so festgelegt, dass die potentielle Energie auf dem Boden des Topfes Null sein soll. Zuerst legen wir die Bereiche fest. Der Bereich 1 sei derjenige für x kleiner 0. Dort ist V1 gleich unendlich. Der Bereich 2 sei derjenige im Topf, das heißt 0 kleiner gleich x kleiner gleich a. Dort ist V2 gleich 0. Der Bereich 3 sei x größer a und dort ist V3 wieder gleich unendlich. Das liefert uns für die Wellenfunktionen im Bereich 1 und im Bereich 3 schon einmal 0 und im Bereich 2 für die Schrödinger-Gleichung minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat Psi von x ist gleich e Psi von x. Denn hier ist die potentielle Energie ja 0, das heißt der Hamilton-Operator enthält nur den Operator der kinetischen Energie. Im zweiten Schritt legen wir also jetzt fest, dass wir ein gebundenes Teilchen betrachten. Das ist zwangsläufig, die Energie unseres Teilchens soll kleiner als unendlich sein. Damit erhalten wir schon die Lösungsansätze für die verschiedenen Bereiche. Im Bereich 1 und im Bereich 3 muss die Wellenfunktion Psi 1 von x und Psi 3 von x gleich 0 sein. Im Bereich 2 müssen wir die oszillierende Wellenfunktion wählen, denn hier haben wir ja jetzt eine potentielle Energie V2 gleich 0 und damit ist die Energie unseres Teilchens auf jeden Fall größer als die entsprechende potentielle Energie dort. Und wir nennen die Amplituden jetzt A für die nach rechts laufende Welle und B für die nach links laufende Welle. Unsere Wellenfunktion lautet also Psi 2 von x ist gleich a mal e hoch ikx plus b mal e hoch minus ikx. Im vierten Schritt können wir jetzt die Stetigkeitsbedingungen aufstellen. Wir haben also an der Grenzfläche von eine Grenzfläche bei x gleich 0 und wir haben eine Grenzfläche von x gleich a. Und an diesen beiden Grenzflächen müssen Psi 1 und Psi 3 gleich 0 sein. Für die Grenze von 1 nach 2 erhalten wir daraus, Psi 1 an der Stelle 0 muss gleich Psi 2 an der Stelle 0 sein und die müssen beide gleich 0 sein, weil sie ja gleich sein müssen.
So, daraus bekommen wir schon mal eine Gleichung, denn wir schauen mal auf unsere Wellenfunktion. Was passiert hier, wenn wir x gleich 0 setzen? Dann steht dort e hoch 0 und e hoch 0 ist 1. Das heißt, an der Stelle 0 wird aus unserer Gleichung für Psi 2 a plus b. Daher bekommen wir also hier Psi 2 von 0 ist gleich a plus b und das muss 0 sein. Das ist also unsere erste Gleichung. An der Grenze von 2 nach 3 haben wir jetzt die Bedingung Psi 2 von a gleich Psi 3 von a und das muss auch wieder 0 sein. So, wie sieht Psi 2 von a aus? Dann müssen wir also hier oben in unserem Exponenten das x durch a ersetzen. Das heißt, dort steht dann a mal e hoch ika plus b mal e hoch minus ika. Es liefert uns also die Bedingungsgleichung a mal e hoch ika plus b mal e hoch minus ika muss 0 sein. Das ist unsere zweite Gleichung. Wir bekommen hier jetzt also zwei Gleichungen, mit denen wir also versuchen, die Amplituden a und b zu bestimmen, aber eben auch die Wellenzahl k und über die Wellenzahl k letztlich die Energie, die unser Teilchen in einem solchen Topf haben kann, beziehungsweise genauer die möglichen Energien, die unser Teilchen in so einem Topf haben kann. Wir haben hier keine zusätzlichen Bedingungen aufgrund der Ableitung, denn Sie erinnern sich vielleicht, in dem Moment, wo wir eine unendlich hohe potenzielle Energie haben, da darf unsere Wellenfunktion Psi auch einen Knick haben. Das heißt, an den Stellen x gleich 0 und x gleich a darf unsere Wellenfunktion hier ausnahmsweise einen Knick haben. So, aus unseren Gleichungen 1 und 2 können wir nun also die Amplituden a und b bestimmen und einen Ausdruck für die erlaubten Energien. Wir bekommen zuerst einmal aus unserer Gleichung 1 den Zusammenhang b gleich minus a. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass es sich hier um eine Reflexion der Welle an einem festen Ende handelt. Also die nach links laufende Welle hat die invertierte Amplitude verglichen mit der nach rechts laufenden Welle. Das ist genau das gleiche wie im klassischen Fall. Das heißt, dass b gleich minus a ist, können wir jetzt also in unsere Gleichung Nummer 2 einsetzen. Und wenn wir hier also b gleich minus a einsetzen, dann erhalten wir aus unserer Gleichung Psi 2 von a ist gleich a mal, Klammer auf, e hoch ika minus e hoch minus ika. Hier wird ja b zu minus a und wir haben einfach nur das a dann ausgeklammert. So. Diesen Ausdruck hier können wir jetzt mit Hilfe der Eulerschen Formel in Sinus-Cosinus-Summen ausdrücken. Also das ergibt a ist dann, Klammer auf, mal Cosinus ka plus i Sinus ka minus, Klammer auf, Cosinus ka minus i Sinus ka und dann alle Klammern wieder zu. So, jetzt sehen wir hier, dass sich der Cosinus-Term an dieser Stelle hier weghebt und dass sich das Vorzeichen hier dann zu einem Pluszeichen, Minus, Minus ergibt ja Plus, wandelt. Und das heißt, diese Klammer ergibt in Summe 2i Sinus ka. So, wir erhalten also, es ist a mal 2 mal i Sinus ka und das muss jetzt gleich 0 sein, denn wir dürfen nicht vergessen, Gleichung 2 bedeutete ja, dass das gleich 0 sein muss. So, nun können wir durch a, 2 und i dividieren und erhalten Sinus ka gleich 0. Das ist also unser Ergebnis, was wir aus unseren Gleichungen 1 und 2, also den Stetigkeitsbedingungen für die Amplitude, bekommen haben. Jetzt ist die große Frage, was wir mit dieser Gleichung Sinus ka gleich 0 anfangen können und welche Bedeutung dahinter steckt. Also die erste Bedeutung, die wir unmittelbar und sofort sehen, die Amplitude unserer Wellenfunktion ist offensichtlich beliebig. Denn unsere Anfangsamplitude a, die wir hineingesteckt haben, die fällt hier komplett weg. Wir können also dort eine Wellenfunktion mit einer beliebigen Amplitude hinschreiben. Aber das ergibt uns eine Bedingung für das k. A ist ja die Breite unseres Topfes und damit eine festgelegte Konstante, aber der Ausdruck des Sinus soll ja 0 sein. So. Und die Frage ist eben, wann ist ein Sinus 0? Das legt dann die Werte hier für k fest.
So, wenn wir Werte für K haben, dann haben wir damit auch die Werte für unsere gesuchten Energien, denn die Energie ist ja in dem Topf, wo die potenzielle Energie V gleich 0 ist, nur eine kinetische Energie. Und für die kinetische Energie gilt ja P Quadrat durch 2m, sie ist P Quadrat durch 2m und P ist wiederum H quer K wegen de Broglie und damit ist E gleich H quer Quadrat K Quadrat durch 2m. So, suchen wir also danach, was sich für K ergibt. Wir haben also die Bedingung, Sinus Ka muss 0 sein. So, und ein Sinus ist natürlich 0 für ein Argument ist gleich 0 und dann immer, wenn das Argument ein Vielfaches von Pi ist. Also 0 Pi, 2 Pi, 3 Pi, 4 Pi und so weiter. Und das bedeutet schlicht, dass wir nicht nur eine einzige Lösung für unser K bekommen, sondern dass wir einen ganzen Satz Lösungen, also eine ganze Reihe möglicher Werte bekommen, die unser K annehmen kann. Wir nummerieren diese Werte jetzt einfach durch und nennen quasi die Zahl, mit der wir das durchnummerieren, n. Und n muss ja jetzt eine ganze Zahl sein. Und das ist also startet bei 1, 1 mal Pi und dann 2 mal Pi, 3 mal Pi etc. Das heißt, n ist eine ganze Zahl, eine natürliche Zahl ohne die 0. Und dann bekommen wir unsere Bestimmungsgleichung für unsere Kn. Also die Ks werden jetzt auch mit dem n verziert. Und zwar ist Kn mal a gleich n mal Pi. Das können wir nach Kn auflösen und erhalten also Kn ist gleich n mal Pi durch a. Das sind also die erlaubten möglichen Wellenzahlen, die unsere Wellenfunktion haben darf. Wir können uns kurz fragen, warum n gleich 0 denn hier nicht mitzählt. Ja, wenn n gleich 0 wäre, dann wäre natürlich auch Sinus Sinus 0 gleich 0 und damit ist unsere Wellenfunktion 0 und damit hätten wir überhaupt gar kein Teilchen in unserem Kasten. Es wäre also gar kein Teilchen da. So. Diese Zahl n, die sich ergibt und die möglichen Energien bzw. möglichen Wellenzahlen durchnummeriert, die nennt man Quantenzahl. Ja? Also bei uns erhalten wir jetzt also die Quantenzahl n. Und die Quantenzahl n ist ganzzahlig 1, 2, 3 und so weiter bis unendlich. Damit haben wir letztlich schon alle Lösungen gefunden, die wir suchen. Nämlich unsere Wellenfunktionen müssen jetzt also die Gestalt Sinus nπ durch a mal x haben, weil wir ja das k gefunden haben und für unsere Wellenfunktion schon die Gestalt Sinus kx gefunden hatten. Und wir dürfen eine beliebige Amplitude davor schreiben und diese Amplitude, die nennen wir jetzt in weiser Voraussicht groß n klein n und das ist, wird hinterher unsere Normierungskonstante werden, also damit wir unsere Wellenfunktion auf 1 normieren können. So, aber noch ist die unbestimmt, die Normierungskonstante n. Und für unsere Energien haben wir natürlich herausgefunden, dass sie En gleich H quer Quadrat Pi Quadrat durch 2ma Quadrat mal n Quadrat sind. Denn wir hatten ja gesagt, E ist gleich H quer Quadrat K Quadrat durch 2m. Das folgt automatisch aus der kinetischen Energie. So, und wenn wir jetzt also für K nπ durch a einsetzen, so, dann ergibt sich für k Quadrat natürlich n Quadrat pi Quadrat durch a Quadrat. So, und das ist hier einfach eingesetzt und dann kommen wir auf unseren Ausdruck für die Energien. Damit haben wir schon den wesentlichen Teil unserer Schrödinger-Gleichung für diesen unendlich hohen Potentialtopf gelöst und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Normierung unserer Wellenfunktion. Führen wir also die Normierung einfach durch. Die Gestalt, die wir für Psi herausbekommen hatten, war Psi n ist gleich eine Normierungskonstante mal Sinus n mal Pi durch a mal x. Normierung funktioniert jetzt, indem wir verlangen, dass das Quadrat unserer Wellenfunktion über den gesamten Raum integriert gleich 1 sein muss. Das heißt, jetzt schreiben wir wieder vor unsere Wellenfunktion die Normierungskonstante m. Und wenn wir die Wellenfunktion quadrieren müssen, müssen wir natürlich auch die Normierungskonstante quadrieren. Und dieses Integral zusammen mit dem Quadrat der Normierungskonstante muss dann 1 ergeben.
Und in unserem Fall läuft jetzt das Integral natürlich nicht von minus unendlich bis plus unendlich über den gesamten Raum, sondern nur von 0 bis a, weil unser Teilchen außerhalb dieses Bereiches gar nicht sein kann. Nur deshalb ist überhaupt die Funktion Sinus irgendwas normierbar, weil ansonsten für x gegen plus minus unendlich wäre das Integral ja gar nicht auf einen festen Wert einzuschränken. Lösen wir also dieses Integral, wenn wir die Funktion Sinus Quadrat NP durch a mal x integrieren, ergibt dieses Integral x halbe minus a durch 4NP mal Sinus, Klammer auf, 2NP durch a mal x, Klammer zu. Und diese Integration, die können Sie per Hand durchführen oder das Integral mit Mathematiker berechnen oder nachschlagen. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wie man das im Detail macht. Das sollten Sie aber mit den Fähigkeiten, die Ihnen Herr Fandrich vermittelt hat, hinbekommen. Also wenn man dieses Integral löst, dann bekommt man diesen Ausdruck. Und das können wir jetzt natürlich für 0 bis a auswerten. Und wenn wir das für 0 bis a auswerten, schauen wir mal hier rein. Dann wird also für x gleich 0 der erste Term hier 0 und es bleibt hier ebenfalls eine 0 über. Das heißt, für x gleich 0 ist der gesamte Klammerausdruck 0. Und für x gleich a ergibt das hier also a halbe. Und wenn x gleich a ist, dann bleibt hier Sinus 2n mal Pi stehen. Das heißt, der Ausdruck hier hinten verschwindet. Und das bedeutet, wir bekommen hier dann einfach a halbe heraus. Das Integral ergibt also a halbe. Und wir haben damit dann die Bedingung n Quadrat mal a halbe gleich 1. Hier sehen wir schon, dass es keine Abhängigkeit der Normierungskonstante von der Quantenzahl n gibt. Das kann durchaus auch anders sein. Deswegen haben wir sie bis hierhin mitgeschleift. Aber jetzt können wir quasi den Index n vergessen, weil eben unsere Normierungskonstante nicht von n abhängt. Und damit schreiben wir also statt Groß N mit dem Index klein n einfach nur noch Groß N. Und das ist dann Wurzel aus 2 durch a. Wir erhalten also im Endeffekt für unsere normierte Wellenfunktion Psi n von x ist gleich Wurzel 2 durch a mal Sinus n mal Pi durch a mal x. Die Ergebnisse unserer Berechnung wollen wir uns hier in einem kleinen Applet anschauen. Das ist ein EJS-Applet, ein Easy JavaScript Simulation Applet. Und was sehen wir hier? Die Topfbreite ist hier angedeutet über die grau schattierten Bereiche und den weiß schattierten Bereich. Also dies hier sind die Bereiche mit der unendlich hohen potenziellen Energie, wo unser Teilchen nicht sein kann. Und der jeweils Aufenthaltsbereich unseres Teilchens, der ist hier weiß gekennzeichnet. Hier unten haben wir eine Ortsachse und hier haben wir eine Energieachse und das sind jetzt willkürliche Einheiten. So, aber wir können trotzdem daran studieren, was unter bestimmten Bedingungen geschieht. Also ich mache jetzt zum Beispiel mal unseren Topf schmaler. Und wenn der Topf schmaler wird, sehen wir, was geschieht. Dann rutschen nämlich die Energiezustände auseinander und immer weiter nach oben. Und wenn ich dagegen den Topf immer breiter mache, dann rutschen also die Energiezustände näher zusammen und immer weiter nach unten. Das ist ein erstes Grundprinzip, das wir uns merken sollten. Je größer ein Quantensystem ist, und das zeigt uns dieses einfache Beispiel, umso näher beieinander sitzen die erlaubten Energiezustände. Das hat einfach mit der zugehörigen Energie, die ja hier mit der erkennbaren Wellenlänge der Welle verknüpft ist, also mit der Wellenzahl zu tun. Je größer hier unser Bereich ist, das ist im klassischen Sinne, je länger ein Seil ist, umso länger werden ja auch die möglichen Wellenlängen, die sich als stehende Wellen auf diesem Seil ausbilden können. Und genauso ist es eben, je breiter ein Topf ist, umso länger sind die Wellenlängen, die sich in diesem Topf ausbilden können. Und je länger eine Wellenlänge ist, umso kleiner ist ja auch die Wellenzahl und umso kleiner ist die zugehörige Energie. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass die Abstände der Energien, damit man es besser sieht, mache ich mal wieder etwas größere Energieabstände. Das sind hier die roten Linien, also die geben die Energiezustände an. Und die
Abstände sind nicht gleich, sondern die werden von unten nach oben immer größer. Hier haben wir also n gleich 1, n gleich 2, n gleich 3 und so weiter. Die nehmen quadratisch mit n zu, die Energien, und dementsprechend bedeutet das natürlich auch, dass die Abstände zwischen den Energien immer größer werden. Also hier haben wir die Energie zu n gleich 1, die wäre sozusagen proportional zu 1, die Energie zu n gleich 2 ist ja schon also proportional zu 4, die zu n gleich 3 ist proportional zu 9 und so weiter. Das zeigt die Abhängigkeit von n Quadrat, und das ist das nächste, was man sich merken sollte. Also bei so einem unendlichen Potentialtopf nehmen die Energien mit n Quadrat zu. So, des Weiteren sind hier die Wellenfunktionen gezeigt. Also die Wellenfunktionen sind jeweils die grünen Linien, und wir sehen, das sind hier also jeweils einfache Sinusfunktionen. Und das, was in schwarz gezeichnet ist, das ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, das heißt das Betragsquadrat der Wellenfunktionen. Und wir sehen also hier, wenn wir von n gleich 1 nach n gleich 2 und so weiter nach oben gehen, hier haben wir also einen Bauch unserer stehenden Welle, hier haben wir zwei Bäuche unserer stehenden Welle, drei Bäuche unserer stehenden Welle und so weiter. Es wird also immer ein Bauch mehr. Und auch wenn wir unser Teilchen hier in unserem Potentialtopf also jetzt drin haben, das wir durch diese Wellenfunktion beschreiben, gibt es dennoch Bereiche, in denen wir es nie finden, weil seine Aufenthaltswahrscheinlichkeit dort null ist. Obwohl es ja sich offensichtlich in diesem Topf aufhält. Also hier zum Beispiel finden wir es mit der größten Wahrscheinlichkeit in der Mitte, also in seinem Grundzustand zu n gleich 1, in dem nächstmöglichen Zustand zu n gleich 2, finden wir es niemals in der Mitte und mit gleich großen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten in der Mitte der ersten Hälfte oder in der Mitte der zweiten Hälfte und so weiter. Und da wir es hier mit der gleichen Wahrscheinlichkeit links und rechts befinden, könnte man ja irgendwie davon ausgehen, es muss einmal von da nach da kommen, aber das muss es irgendwie hinbekommen, ohne jemals hier an dieser Stelle gewesen zu sein, weil es hier ja die Aufenthaltswahrscheinlichkeit gleich 0 hat. Das sind also Dinge, die wir diesen Wellenfunktionen und diesen Berechnungen entnehmen können. Das letzte skurrile Ergebnis, was wir unserem Ergebnis entnehmen können, ist ganz offensichtlich, dass auch im Grundzustand die Energie des Teilchens nie null ist. Es ist uns also offensichtlich nicht möglich, ein quantenmechanisches Teilchen in so einen kleinen Raumbereich einzusperren und es dabei quasi liegen zu lassen, dass es auf dem Boden ruht. Eine minimale Energie ist immer erforderlich. Es gibt also eine Grundzustandsenergie. Wenn wir es zu der Energie 0 zwingen würden, ja, das würde ja dann zu n gleich 0 gehören, dann ist das Teilchen gar nicht da. So, also wir können daraus schließen, es gibt immer eine Minimalenergie, die ein Teilchen haben muss, und diese Minimalenergie, die nennen wir in der Quantenphysik Nullpunktsenergie. Das nächste Beispiel, was wir uns anschauen, das ist der endlich tiefe Potentialtopf mit der Breite a und der Höhe v0. Und wir werden sehen, dass dieses Rechenbeispiel nur noch numerisch lösbar ist. Zuerst legen wir wieder unsere Bereiche fest, und zwar ganz genau wie im vorherigen Beispiel. Bereich 1 bei x kleiner 0 und v1 ist gleich v0. Im Bereich 2 zwischen 0 kleiner gleich x kleiner gleich a haben wir wieder V2 gleich 0, das ist also innerhalb des Topfes, und Bereich 3 a kleiner x, das ist also im rechten Rand des Topfes oder in der rechten Begrenzung des Topfes, da haben wir V3 gleich V0. Jetzt haben wir zwei Schrödinger-Gleichungen, nämlich einmal eine Schrödinger-Gleichung im Bereich der linken Wand und im Bereich der rechten Wand, wo die potenzielle Energie jeweils V0 ist. Und dort bekommen wir minus h quer Quadrat durch 2md Quadrat nach dx Quadrat Psi von x ist gleich e minus v0 mal Psi von x. Wir haben den Ausdruck v0 mal Psi, der normalerweise auf der linken Seite steht, schon auf die rechte Seite gebracht. Innerhalb des Topfes gilt genau wie vorher die gleiche Schrödinger-Gleichung, also für das Potential V2 gilt minus h quer Quadrat durch 2md Quadrat nach dx Quadrat Psi von x ist gleich e mal Psi von x. Hier ist das Teilchen also wie ein freies Teilchen.
Wir betrachten ein gebundenes Teilchen, das heißt, seine Energie soll E kleiner als V0 sein. V0 ist hier ja die maximale potenzielle Energie. Die Lösungsansätze, die wir jetzt wählen müssen, sind im Bereich 1. Psi 1 von x ist gleich a mal e hoch Alpha x. Psi 2 von x ist gleich b mal e hoch ikx plus c mal e hoch minus ikx. Und im Bereich 3, Psi 3 von x ist gleich d mal e hoch minus Alpha x. Im Bereich 1 und im Bereich 3 müssen wir ja den exponentiellen Lösungsansatz wählen, weil in diesem Fall die Energie unseres Teilchens E kleiner als die potenzielle Energie dort V0 ist. Nun können wir uns als allererstes fragen, wieso haben wir hier nur die exponentiell ansteigende Funktion und wieso haben wir auf der anderen Seite nur die exponentiell abfallende Funktion? Das begründet sich durch die Forderung nach der Normierbarkeit der Wellenfunktion. Für x gegen minus unendlich brauchen wir eine Wellenfunktion, die auch für x gleich minus unendlich gegen 0 strebt. Das tut hier nur die exponentiell ansteigende Wellenfunktion. Würden wir hier eine exponentielle Wellenfunktion mit e hoch minus Alpha x drin haben, dann würde das ja für minus x zu einem Anstieg führen und dann wäre die Wellenfunktion nicht mehr normierbar. Und das gleiche Argument gilt auf der anderen Seite. Die Exponentialfunktion muss abfallen für x gegen unendlich. Hätten wir ein e hoch Alpha x dabei, dann würde die exponentiell ansteigen und die Wellenfunktion wäre nicht normierbar. Deswegen haben wir also in diesen Bereichen links nur eine ansteigende Exponentialfunktion, weil nur eine ansteigende Exponentialfunktion für x nach minus unendlich gegen 0 strebt. Und auf der rechten Seite haben wir nur eine exponentiell abfallende Funktion, weil nämlich nur eine abfallende Funktion für x gegen plus unendlich gegen 0 strebt. Mit Hilfe dieser Lösungsansätze können wir jetzt wieder unsere Stetigkeitsbedingungen formulieren und diesmal bekommen wir insgesamt 4 Gleichungen, denn wir müssen nicht nur die Stetigkeit und Differenzierbarkeit unserer Wellenfunktion selbst an den Schnitt stellen, sondern wir müssen natürlich jetzt auch die Stetigkeit der Ableitung von Psi verlangen. Wir bekommen an der Stelle x gleich 0, Psi 1 von 0 gleich Psi 2 von 0. An der Stelle x gleich a, Psi 2 von a gleich Psi 3 von a. An der Stelle x gleich 0 für die Ableitung, Psi 1 Strich von 0 gleich Psi 2 Strich von 0. Und an der Stelle x gleich a für die Ableitung, Psi 2 Strich von a ist gleich Psi 3 Strich von a. Das können wir jetzt wieder in Gleichungen umformulieren, wenn wir uns anschauen, was dann unter diesen Umständen hier aus unseren Lösungsansätzen wird. Wir starten also jetzt mit der Berechnung der Amplituden A, B, C und D. Hier ist es tatsächlich nützlich, wenn man seinen Lösungsansatz für 2, unseren Lösungsansatz Psi 2 von x ist gleich b mal e hoch ikx plus c mal e hoch minus ikx, mit Hilfe der Eulerschen Formel einmal in Ausdrücke für Cosinus und Sinus umwandelt. Das kann man vorher nicht wissen, das zeigt sich erst im Laufe der Rechnung, dass das hier günstiger ist und wir machen es von Anfang an, damit die Rechnung halbwegs übersichtlich bleibt. Also mit Hilfe der Eulerschen Formel lässt sich dieser Ausdruck sehr einfach in diesen Ausdruck hier umwandeln. B plus C mal Cosinus Kx plus I mal B minus C Sinus Kx. Wenn wir diesen Ausdruck dann einmal ableiten, um uns Psi Strich zu holen, dann bekommen wir also hier jetzt Psi Strich 2 ist gleich minus K mal B plus C mal Sinus Kx plus IK B minus C Cosinus Kx. Das sehen wir sofort, weil die Ableitung dieses Terms hier holt nur das k nach vorne und die Ableitung des Cosinus ist der Minus Sinus. Daher kommt hier ein Minus k davor und es wird ein Sinus. Und bei dem hinteren Summand, da kommt eben auch wieder das k nach vorne, aber die Ableitung des Sinus ist der Cosinus. Das heißt, das Vorzeichen ändert sich nicht. So, jetzt gehen wir weiter. Also was passiert für x gleich 0 an der Schnittstelle, also x gleich 0? Wir sind also hier jetzt bei der Bedingung 1. So, dann wird aus Psi 1 e hoch 0, a mal e hoch 0, das heißt einfach a.
So, dementsprechend haben wir hier A stehen. Und auf der rechten Seite schauen wir jetzt also hier hin. Wenn der Cosinus 0 ist, ergibt das 1. Das heißt also B plus C, das steht hier. Und wenn der Sinus 0 ist, ergibt das 0. Und von daher fällt der hintere imaginäre Teil weg. Wir erhalten also die erste Gleichung A gleich B plus C aus unserer Gleichung Nummer 1. Wir bleiben noch an der Stelle x gleich 0, das heißt, wir schauen uns jetzt als nächstes erstmal die Gleichung Nummer 3 an. Die bezieht sich ja auf die Ableitung. Wenn wir uns die Ableitung hier von Psi 1 anschauen, dann ergibt die Ableitung Alpha mal A mal e hoch Alpha x und das wird für x gleich 0 einfach zu Alpha mal A. Wir haben also zuerst mal Alpha mal A da stehen. So. Und dann schauen wir uns an, wie die Ableitung von Psi2' ist für x gleich 0. Der Sinus von 0 ist 0, das heißt, hier verschwindet der erste Term. Aber Cosinus 0 ist 1 und dementsprechend bleibt ik b minus c über. Und dementsprechend bekommen wir hier also aus Gleichung 3 an der Stelle x gleich 0, Alpha mal A ist gleich ik mal Klammer auf b minus c. Das können wir umformen, indem wir durch ik dividieren und das ergibt dann eben einfach Alpha durch ik mal a ist gleich b minus c. Das ist also unsere Gleichung Nummer 2. Als nächstes schauen wir uns hier unsere Gleichung römisch 2 an. Das ist also hier die Bedingung an der Stelle a für unsere Wellenfunktion an der Stelle a, dass also Psi 2 von a gleich Psi 3 von a sein muss. Und Psi 2 von a nehmen wir also jetzt in dieser Form. Das heißt, wir bekommen also diesen Ausdruck hier, indem wir einfach nur x durch a ersetzen. So, das ist das, was hier auf der linken Seite der Gleichung steht. B plus c Cosinus ka plus i b minus c Sinus ka. Und auf der rechten Seite haben wir also jetzt unsere Wellenfunktion Psi 3 stehen und da müssen wir eben das x durch a ersetzen. Das heißt, das ist d mal e hoch minus Alpha a. Damit haben wir die Gleichung 3. Jetzt müssen wir das Ganze noch wieder für die Ableitung machen. So, also schauen wir erstmal auf die rechte Seite. Die Ableitung von d mal e hoch minus Alpha x ist natürlich minus Alpha d mal e hoch minus Alpha x. Und wenn wir jetzt das x durch a ersetzen, erhalten wir also minus Alpha mal d mal e hoch minus Alpha a. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einfach nur die Ableitung von Psi2' genommen und müssen überall das x durch das a ersetzen. Das ist genau das, was hier an dieser Stelle steht, der Ausdruck, der hier an dieser Stelle steht. Und damit haben wir unsere Gleichung Nummer 4. Wir haben also jetzt insgesamt 4 Gleichungen und aus diesen 4 Gleichungen müssen wir also jetzt die 4 Amplituden a, b, c und d bestimmen. So, und das wollen wir jetzt versuchen. Also hier sind noch einmal unsere 4 Gleichungen aufgeschrieben und in unserem allerersten Schritt setzen wir jetzt also die Gleichungen 1 und 2 in unsere Gleichungen 3 und 4 ein. Durch Gleichung 1 können wir den Ausdruck b plus c ersetzen und durch Gleichung 2 können wir den Ausdruck b minus c ersetzen. So, also wir nehmen jetzt also unsere Gleichung 3 und ersetzen b plus c durch a und b minus c durch Alpha durch ik mal a. Das ergibt uns die Gleichung 3a, a mal Cosinus ka plus i mal Alpha ik mal a Sinus ka gleich d mal e hoch minus Alpha a. Das ist also hier durch diese Ersetzung aus Gleichung 3 entstanden. Völlig analog gehen wir jetzt also in Gleichung 4 vor. Wir ersetzen also auch hier wieder b plus c und b minus c, b plus c durch a und b minus c durch Alpha durch ik mal a. Das ergibt dann hier diese Gleichung 4a. Was wir jetzt schon erkennen können, ist, dass wir jetzt nun 2 Gleichungen haben, in denen nur noch die Amplitude a und die Amplitude d auftaucht. Und wir sehen hier auch die Ähnlichkeit. Es gelingt uns also hier jetzt beide Gleichungen nach d mal e hoch minus Alpha a aufzulösen und dann können wir sie gleichsetzen.
Das funktioniert, indem wir Gleichung 4a mit minus 1 durch Alpha multiplizieren. Wenn wir Gleichung 4a damit multiplizieren, verschwindet hier ja das minus Alpha. Und dann können wir das gleichsetzen. Das heißt, wir erhalten im nächsten Schritt also k durch Alpha a Sinus ka minus a Cosinus ka ist gleich d mal e hoch minus Alpha a. Die linke Seite hier ist also aus der Gleichung 3a entstanden. Und die rechte Seite hier ist also aus der Gleichung 4a entstanden. So, und hier haben wir jetzt also eine Gleichung, die nur noch die Amplitude a enthält. Ja, diese beiden Ausdrücke enthalten nur noch die Amplitude a. Und wir können durch 1 durch Sinus ka dividieren. Und dann verschwindet sowohl der Ausdruck mit Sinus ka als auch die Amplitude a. Und wir halten im letzten Schritt k durch Alpha minus Kotangens ka ist gleich Kotangens ka plus Alpha durch k. Und das lässt sich umformen in den Ausdruck k durch Alpha minus Alpha durch k ist gleich 2 Kotangens ka. Das ist im Endeffekt hier unser Endergebnis, die Gleichung Nummer 5. Wir sehen, eine Amplitude taucht da schon gar nicht mehr drin auf. Also eine Amplitude können wir aus diesem Ausdruck nicht bestimmen. Und wir können diese Gleichung auch nicht mehr weiter nach k auflösen. Es ist eine transzendente Gleichung, weiter geht es hier nicht. Und das ist zwar eine Bedingung für k und damit auch e in Abhängigkeit von unserer Topfbreite a, aber wir können sie nicht mehr analytisch lösen, sondern diese Gleichung können wir nur noch numerisch lösen. Und wir haben auch bis jetzt noch keinen Ausdruck für unsere Amplituden a, b, c und d. Und die Frage ist eben, wie man in einem solchen Fall weiter vorgeht. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, den wir uns anschauen. Die Frage, die sich also stellt, ist, was man mit einem solchen Ausdruck wie k durch Alpha minus Alpha durch k gleich 2 Kotangens ka überhaupt anfangen kann, wie man so etwas also weiter auswerten kann. Da sind zwei Erkenntnisschritte äußerst hilfreich. Der erste Erkenntnisschritt ist, wenn wir einen Ausdruck für k oder Alpha haben, in dem Moment, sobald wir den haben, haben wir auch alle Amplituden. Denn es sind zwar die Amplituden erstmal herausgefallen aus dieser Gleichung, aber wir haben natürlich eine Menge Bedingungsgleichungen für unsere Amplituden, die alle von Alpha und K abhängen. Wir haben hier aus unserem Problem zum Beispiel die Symmetrie, dass der Betrag von A gleich dem Betrag von D sein muss. Und wir haben eben eine Bestimmungsgleichung für C in Abhängigkeit von A und B. Wir haben eine Bestimmungsgleichung für a in Abhängigkeit von b. Die können wir aber nur dann verwenden, wenn wir Ausdrücke für Alpha und a haben. Aber diese Zusammenhänge sind eben da. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine der Amplituden, zum Beispiel b auf 1 setzen und Alpha und k kennen, dann können wir daraus die Amplitude a ausrechnen. In dem Moment, wo wir die Amplitude a haben, können wir auch die Amplitude c ausrechnen. Und dann können wir auch die Amplitude d ausrechnen. Die zwingende Größe ist also, dass wir Ausdrücke für K und Alpha entdecken. Nun haben wir den Eindruck, Alpha und K sind zwei unterschiedliche Unbekannte. Das ist aber nicht der Fall. Denn wenn wir uns nochmal anschauen, was Alpha eigentlich genau ist, also Wurzel 2m, Klammer auf V0 minus E, Klammer zu, dividiert durch H quer und K ist gleich Wurzel aus 2me, dividiert durch H quer, dann erkennen wir, dass wir eigentlich nur eine Unbekannte haben und zwar ist die Unbekannte unsere Energie E. So. Und im Grunde ist also eine solche Gleichung wie hier oben jetzt nichts anderes als auf der linken Seite haben wir einen Ausdruck mit unserer unbekannten E und auf der rechten Seite haben wir einen Ausdruck mit unserer unbekannten E. Dies ist eine Funktion von E und dies ist eine Funktion von E und wir suchen einfach nur die Schnittpunkte dieser beiden Funktionen. Wir können also die Funktion auf der linken Seite plotten und wir können die Funktion auf der rechten Seite plotten und schauen nach den Schnittpunkten dieser beiden Funktionen und dann haben wir die erlaubten Werte für E. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wir ziehen jetzt die rechte Seite von der linken Seite ab und dann erhalten wir die Gleichung
k durch Alpha minus Alpha durch k minus 2 Cotangens Ka ist gleich 0. Das heißt, wir suchen die Nullstellen dieser Funktion. Und Nullstellen zu finden, da gibt es sehr einfache numerische Methoden. Und deswegen werden wir diese letzte Variante benutzen. Und damit bekommen wir also Ausdrücke für unsere gesuchte Energie E. Und wenn wir die gesuchte Energie E haben, dann haben wir sowohl Werte für Alpha als auch Werte für k. Und wenn wir Werte für Alpha und Werte für K haben, dann haben wir auch alle unsere Amplituden, die wir suchen. Diese Erkenntnis ist also der entscheidende Punkt zur Lösung eines solchen Problems. Und jetzt bleibt sozusagen nur noch die schnöde Mathematik. Das heißt, wie finden wir eigentlich Nullstellen? Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Und eine sehr einfache numerische Variante ist das sogenannte Newton-Raphson-Verfahren, mit dem man Nullstellen finden kann. Und wenn wir eine gesuchte Größe x haben, dann bringt man eben seine transzendente Gleichung auf die Form f von x gleich 0, berechnet die Ableitung f' von x und dann bestimmt man die Nullstellen durch die Iteration x von n plus, also x n plus 1 ist gleich xn minus f von xn durch f' von xn. Und als Startwert xn probiert man verschiedene Werte aus, bis man sicher ist, alle Nullstellen gefunden zu haben. Das gucken wir uns jetzt genauer an. Wir wollen also dieses Newton-Raphson-Verfahren tatsächlich einmal durchführen. Unsere gesuchte Größe x ist gleich e. Wir führen eine Abkürzung ein. Cm ist gleich Wurzel 2m mal a dividiert durch h quer. Und wenn wir diese Abkürzung in unsere Gleichung 5 einsetzen, dann lautet diese 2 mal Kotangens cm mal Wurzel e ist gleich Wurzel e durch Wurzel v0 minus e minus Wurzel v0 minus e durch Wurzel e. Diese Gleichung, die können wir nun auf die Form f von e gleich 0 bringen. Dann hat sie diese Gestalt, die hier dargestellt ist. Ich lese nun nicht mehr jede Gleichung einzeln vor. Und von dieser Gleichung können wir jetzt die Ableitung berechnen. Das ist ein bisschen mühsam, aber es lässt sich durchaus machen. Und dann haben wir also sowohl f von e als auch f' von e. So, jetzt müssen wir nur noch einen Startwert wählen. Der Startwert könnte zum Beispiel ein Elektronenvolt sein. Und dann sowohl f von e als auch f' von e für diesen Startwert ausrechnen. So, wenn wir also f von e und f' von e für diesen Startwert haben, dann können wir den Wert e1 berechnen. Wenn wir den Wert e1 haben, dann können wir wiederum mit Hilfe des Wertes e1 f von e1 und f' von e1 ausrechnen und damit den Wert e2 berechnen. Und das Ganze iterieren wir so lange, bis sich der Wert für e nicht mehr ändert, das heißt, bis irgendein en sich nicht mehr von einem en plus 1 unterscheidet. Und damit haben wir den zugehörigen Energiewert zu dem jeweiligen Startwert gefunden. Wir variieren dann die Startwerte und schauen, bis wir alle Energiewerte, die zu unserem Potentialtopf passen, gefunden haben. Wir schauen uns das jetzt nochmal für ganz konkrete Zahlenwerte an, nämlich eine Topfbreite von a gleich einem Nanometer, einer Wallhöhe des Topfes von V0 gleich 5 Elektronenvolt, einer Masse des eingeschlossenen Teilchens von 511 keV durch c Quadrat und daraus bekommen wir also für unsere Konstante cm 5,1211 durch Wurzel Elektronenvolt. Daraus werden wir die hier im Folgenden aufgeführten Energiewerte bestimmen, aber das schauen wir uns jetzt direkt in der Rechnung an. Hier habe ich also diese Rechnung in einem Tabellenkalkulationsprogramm dargestellt. Das ist das LibreOffice Calc, das also kostenlos ist und jeder von Ihnen benutzen kann. Es gibt es auch für jedes Betriebssystem. Hier oben haben wir also die Topfbreite stehen in Meter, das sind also 1 Nanometer, einmal 10 hoch minus 9 Meter. Dann haben wir die Topfhöhe in Elektronenvolt, 5 Elektronenvolt. Unsere Plancksches Wirkungsquantum h quer in Elektronenvolt pro Sekunde und die Masse unseres eingeschlossenen Teilchens in E-Volt durch c Quadrat.
Hier haben wir die Lichtgeschwindigkeit und hier haben wir unsere Konstante c. Die errechnet sich direkt und unmittelbar aus diesen Konstanten hier. So, im ersten Feld wird die Energie in Elektronenvolt, der Startwert, angegeben. Und im zweiten Feld, da rechnen wir einfach nur Wurzel e aus. Im dritten Feld rechnen wir Wurzel v0 minus e aus. Und hier haben wir dann die Funktion f von e. Und hier haben wir die Funktion f' von e. Und am Ende also das neue e, was sich ergibt. Wir können noch einmal in die Felder hineinschauen. Hier haben wir also einen puren Eingabewert. Hier wird die Wurzel ausgerechnet. Hier wird die Wurzel der Differenz zu v0 ausgerechnet. Hier wird die Funktion f von e ausgerechnet. Und hier wird die Ableitung an der Stelle ausgerechnet. Hier haben wir an dieser Stelle dann also den neuen Energiewert, der sich ja einfach aus dem alten Energiewert minus dem Quotienten aus f von e und f' von e ergibt. Und dieser Wert wird jetzt hier also als nächster Wert eingetragen und so weiter. So, und wir sehen also, aus einem Startwert von 0,1 E-Volt ergibt sich hier 0,027 E-Volt und zwar sehr zügig binnen 4 Iterationen. Wenn wir jetzt also hier zum Beispiel den Startwert einmal ändern, also wir geben einen anderen Startwert ein, zum Beispiel 0,5 E-Volt, dann erhalten wir hier auch einen anderen Energiewert, nämlich 1,0781 E-Volt. So, wir können jetzt also den Startwert weiter variieren, zum Beispiel nach 0,9 E-Volt. Wir bekommen den gleichen Energiewert hier, da tut sich also nichts. Dann versuchen wir mal was anderes, 1,5 E-Volt als ein Beispiel. Aha, da sehen wir also, hier ergibt sich wieder der gleiche Energiewert. Da tut sich also immer noch nichts. Dann nehmen wir also jetzt mal 2,5 E-Volt. Aha, und jetzt sehen wir, bekommen wir hier einen neuen Energiewert. Und dieses Verfahren, das findet eben immer nur eine Nullstelle, die nahe an dem Ausgangswert liegt, beziehungsweise in dem dieses mathematische Verfahren zu dem nächstgelegenen zu der nächstgelegenen Nullstelle läuft. Also deswegen muss man eben die Startwerte variieren. So, damit haben wir also hier auch schon einen dritten Energiewert gefunden. Und jetzt können wir ja mal sehr nahe an die Topfgrenze gehen. Nochmal als ein Beispiel 4,9 Elektronenvolt. Und dann finden wir also hier einen Wert von 4,0615 Elektronenvolt. So muss man also die Startwerte ein bisschen durchvariieren und damit kann man dann alle Energiewerte finden. Zum Schluss schauen wir uns nochmal an, wie man das mit einer Mathematikersimulation machen kann. Hier haben wir eine Mathematikersimulation, die beide Töpfe berechnet. Lassen Sie sich hier nicht verwirren, es sind genau die gleichen Zahlen, die wir hier angenommen haben, also eine Topfbreite von einem Nanometer, hier haben wir das H quer drin stehen, eine Topfhöhe von 5 Elektronenvolt und hier steht die Lichtgeschwindigkeit und die Masse eines Elektrons. So, und ich zeige Ihnen dieses Notebook aus dem Grund, weil hier eben auch die Amplituden ausgerechnet wurden. Also es werden zum einen erstmal die zugehörigen Energien, hier ist das in dieser Zeile mit dem Befehl find root gefunden. Da ist dann also hier unser Ausdruck für unsere Funktion f von x. Und das, was hier hinten angegeben ist, das sind die verschiedenen Startwerte, bei denen gesucht wird. Und dann findet er die zugehörigen Nullstellen. Und wenn man die entsprechenden Nullstellen hat, dann kann man daraus eben dann die Amplituden ausrechnen. Und das Ausrechnen der Amplituden, das geschieht dann hier über diese Funktionen an dieser Stelle. Das sind also die Beziehungen, die wir bei der Herleitung des Topfes gefunden haben für die verschiedenen Amplituden. Also BB ist die Amplitude B, AA ist die Amplitude A und so weiter.
Und dann wird eben unsere Wellenfunktion Psi-stückweise zusammengesetzt. Das macht also hier diese Funktion, diese Mathematiker-Funktion piecewise. Und Sie sehen also, die erste Funktion bekommt die Amplitude A, dann haben wir die Amplituden B und C, die hier reingehen, und die letzte bekommt dann die Amplitude D. So, hier können Sie sich das dann ganz in Ruhe anschauen, wenn Sie wollen. Dann kommt die grafische Darstellung und jetzt schauen wir uns die Ergebnisse an. So, also erstmal hier werden dann die Nullstellen ausgeworfen, die wir haben. So, und in der ersten grafischen Darstellung sind jetzt also die beiden Funktionsteile als Funktion der Energie aufgetragen. Also hier haben wir einmal dann den Kotangens, das ist also hier die vertikale schwarze Linie. Und in Blau haben wir dann die andere Seite der Gleichung, also F1 und F2 sind das hier. Und wir sehen die Schnittpunkte hier, wo sich die Kurven schneiden. Das sind eben die jeweiligen Energien, die wir suchen, also die Schnittpunkte dieser beiden Kurven. Und die andere Variante ist, dass wir eben die beiden Funktionen voneinander abziehen und dann die Nullstellen suchen, also beide Funktionen voneinander abgezogen. Das ist dann also in dieser grafischen Darstellung gezeigt. Und dann brauchen wir eben hier diese Nullstellen und wir sehen also, diese Nullstellen liegen natürlich genau an den gleichen Stellen, wo sich dann hier also diese Kurven schneiden. So. Und wenn wir also diese zugehörigen Energiewerte dann haben, dann können wir eben die entsprechenden Wellenfunktionen zeichnen. Und hier ist dann also die Darstellung der Wellenfunktion des endlich hohen Potentialtopfes. Und hier wäre der zugehörige unendlich hohe Potentialtopf. Und wenn man sich die beiden mal nebeneinander anschaut, dann sieht man also jetzt den Unterschied. Wir haben hier zweimal den gleichen Topf, also er hat jeweils die gleiche Breite. So, aber dadurch, dass bei einem endlich tiefen Topf die Wellenfunktionen nun in die Wände hier eindringen können, hier haben wir ja diesen exponentiell abfallenden Anteil jeweils, dadurch wirkt dieser Topf breiter, als er tatsächlich ist. Also die Welle, das Teilchen da drin hat mehr Platz, mehr Raum und deswegen kann die Welle hier eine größere Wellenlänge haben. Und weil die Welle eine größere Wellenlänge haben kann, Wellenlänge ist ja umgekehrt proportional zur Wellenzahl. Größere Wellenlänge heißt kleinere Wellenzahl, das heißt also weniger Maxima in so einem Bereich und das heißt eben eine niedrigere Energie. Und deswegen also bei gleicher Breite des Topfes haben wir in einem endlich tiefen Topf immer niedrigere Energien verglichen mit dem unendlich tiefen Topf. Und die Energiezustände liegen natürlich dann auch entsprechend dichter beieinander. So, das ist also hier der direkte Vergleich eines endlich tiefen mit eines unendlich tiefen Topfes. Und ich hoffe, Sie konnten hier sehen, dass man also solche Wellenfunktionen, solche Verläufe von Wellenfunktionen und auch die zugehörigen Energiezustände eigentlich mit verhältnismäßig einfachen Mitteln ausrechnen kann und dass Sie auch in der Lage sind, das zu machen. Hier ist das noch einmal abschließend auf der Folie dargestellt. Also einmal der unendlich hohe und der endlich hohe Potentialtopf im Vergleich. Und ich hoffe, Sie konnten nachvollziehen, wie man so etwas also ausrechnet und haben gelernt. Das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber im Grunde sind das alles machbare Aufgaben. Die Methoden, die wir hierbei kennengelernt haben, nämlich, dass man bestimmte Ansätze für die Wellenfunktion abhängig davon wählt, ob die Energie unseres Teilchens niedriger als die entsprechende potenzielle Energie oder höher als die entsprechende potenzielle Energie ist. Das werden wir immer wieder verwenden, das werden wir weiter brauchen, auch wenn wir zum Beispiel uns an die Lösung des Wasserstoffatoms machen. So, aber das soll es erstmal für heute gewesen sein.